Passt das so? Ich denke schon. Es ist einfach eine Ewigkeit her, dass ich letztes Mal ein Video gemacht habe. Und das Ganze liegt einfach daran, dass die DMZ zu Ende war, wir keinen Content mehr gemacht haben und auch Zombies komplett durchgespielt war. Woraufhin dann aber interessanterweise der Community Manager von Call of Duty für die Dachregion auf uns zukam und gefragt hat, ob wir Warzone-Turniere mitmachen wollen. Ich als Warzone-Experte habe natürlich direkt ja gesagt, also haben wir das Ganze gestartet und es hat erstaunlich viel Spaß gemacht. Für die Community zum Mitspielen jeden Freitagabend immer die Turniere, für mich selber, um reinzuschnuppern, wo ich dann auf den Trichter gekommen bin und gesagt habe, hey, ich habe Bock, besser zu werden. Dazu muss man wissen, dass ich vorher nie Battle Royale gespielt habe. Ich habe weder in Apex Erfahrung in Battle Royale, ich habe da immer Multiplayer gespielt. Ich habe auch keine Erfahrung in Call of Duty. Vielleicht ein bisschen Battle Royale Erfahrung in Fortnite. Jedenfalls muss man sagen, dass ich wieder von ganz vorne anfange. Also heute ist Tag 15 meiner persönlichen Challenge und ich möchte gerne von euch wissen, ob ihr sagt, hey Erik, okay, für Tag 15 ist das gar nicht so schlecht, mach weiter, oder holy shit, hör auf damit, lass das bloß sein. Ich habe mir bei der ganzen Sache natürlich ein persönliches Ziel gesetzt und zwar ist es so, dass ich einen Resurgence-Sieg haben möchte mit mindestens 10 Kills. Das ist sozusagen meine Abschlussprüfung für diese Einstiegs-Challenge und ja, das habe ich bis jetzt noch nicht geschafft. Und jetzt ab ins Gameplay, Tag 15, damit ihr einen Eindruck bekommt, wenn euch das Ganze gefällt. Lasst gerne Abo und Like da. Viel Spaß im Gameplay. Go, go, go. So, Leute, wundert euch nicht, ich mache hier nebenbei den Kommentator und versuche das Ganze mal ein bisschen zu beschreiben, was wir hier sehen. Also zuerst mal Anflug aufs Weingut und perfekter Flug ins Fenster. Das passiert mir einmal von 100 Mal, also nie. Ich habe noch Riesenprobleme mit diesem Anflug. Wann ziehe ich Fallschirm? Deaktiviere ich ihn? Aktiviere ich ihn wieder? Also ganz, ganz großes Problem von mir. Ja, ich mache hier ein bisschen den Kommentator, weil ich in den Runden momentan noch wenig rede. Das ist alles, ja, noch, wir sind ganz am Anfang, wie gesagt, 15. Tag überhaupt von unserer Battle Royale Challenge. Und man sieht halt, ich bin ein bisschen konzentriert. Und vielleicht hilft es auch ein bisschen, dass ich jetzt im Nachhinein nochmal sehe, was ich selber gemacht habe und auch meine Gedanken so ein bisschen teile. Die Geräusche links, oh Gegner ist rechts. Verstehe ich nicht. Waren es zwei. Aber jetzt eine interessante Sache. Ich gehe halt jetzt nicht direkt auf den Finish. Checken, oben, unten, Dach. Rechts, links. Und jetzt erst der Finish. Das ist so eine Sache, die ich wirklich über diese 15 Tage gelernt habe. Nicht direkt finishen, das muss man sich einbläuen. Und da kommt auch schon der Gegner. Ah, Sprung nach unten, weiß nicht, ob das so gut war. Da kommt er. Und da ist der Finish. Ja, so Sachen, die man über die 15 Tage sich einbläuen musste, nicht direkt Gegner finishen, diese Gier nach dem Kill, das einfach mal ein bisschen zu reduzieren, das bringt unglaublich viel, aber es ist natürlich schwer zu lernen. Über diese 15 Tage jetzt haben wir natürlich nicht nur über Battle Royale spielen das Ganze gelernt und haben versucht zu trainieren, sondern die Zeit habe ich gar nicht. Also ich kann nicht gar nicht so viel Battle Royale spielen, das funktioniert gar nicht. Deswegen haben wir das so gemacht, dass ich mir bestimmte Bereiche rausgesucht habe, also einmal das Aimen. Aimen habe ich primär über einen Aim-Trainer gemacht. Auf Steam runtergeladen. Oh, ja. Tschüss. Mortar Strike. Sehr interessant auch. Habe ich auch, also wirklich übel lernen müssen, dass die so viel Umgebungsschaden machen. Wir sehen hier, der Mortar Strike geht direkt auf unsere Position. Und es ist so, dass der, wenn ich zu nah am Fenster stehe, mich, also mir Schaden zufügt. Habe ich auch oft looten müssen. Schilde verloren oder sogar komplett gestorben. Die hatte keine Schilde. Oder? Ging auf jeden Fall sehr schnell down. Nochmal Nebel. Auch nicht klar. Ist das oben, unten? Da sehen wir ihn. Bin mir nicht sicher, ob das der ist, den wir gehört haben. Ja, da fehlt absolut die Erfahrung auch, wirklich die Geräusche nochmal besser zuzuordnen. Wie weit ist auch jemand weg? Wird mir auch sehr, sehr schwer. Solo-Queue übrigens. Eher langsamere Lobbys im Solo. Auch hier sehen wir jetzt wieder, jemand campt. Und da frage ich mich so, hätte ich da nicht sterben müssen? Also dieser Tod von ihm, war das wegen Picker's Advantage? Ich verstehe es nicht ganz, oder hat er schlecht geschossen? Sehr witziger Kill. Oh, MGs. Nice GGs. Nice GGs, sagt er. Ja, also ich denke mal, der Gegner an dieser Stelle, ich möchte nicht sagen, dass ich besser war, auf keinen Fall, aber er war definitiv schlechter. Und ich bin mir auch sicher, vor 15 Tagen hätte ich diesen Kill nicht geschafft. Da hätte er mich besiegt, das war sehr, sehr knapp. Das ist halt so cool, dass man doch sieht, gerade am Anfang, dass man Fortschritte macht, ne? Das ist wirklich... Aber ich wollte erstmal weiter erzählen, Aim-Trainer fürs Aimen. Ganz, ganz wichtig gewesen, um effektiv zu lernen. Und ja, das zweite ist das Movement. Wir haben gezielt das Movement gelernt.
Und, oh, warte hier. Hat man auch schon gesehen, lange Hipfire geblieben. Hipfire, also aus der Hüfte zu schießen, ganz großes Problem. Ich versuche das wirklich aktiv zu trainieren, oft in der Hüfte zu bleiben, bewusst einfach drin zu bleiben. Ja, das Movement. Warte, da kommt jemand. Dead Steps. Arme Socke läuft direkt mein Feuer. Wurde selber beschossen von hinten. Jetzt kommt der eigentliche Kämpfer, der ihn verfolgt hat. So, ist die Frage, wie man das hätte besser spielen können. Eigentlich hätte man hier aufs Dach springen müssen. Ich glaube, ich versuche das auch an einer Stelle. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, ich weiß auch jetzt im Nachhinein noch gar nicht. Da fehlt wahrscheinlich Map-Knowledge. Wie kommt man überhaupt da hoch? Aber ich glaube, Dach wäre hier das beste Play gewesen. Da. Oh, Erik. Oh mein Gott. Holy shit. Kann ich hingucken? Wenn man sich selber sieht. Oh, MGs. GGs. GGs. Es waren aber zwei, also. Oh. Aber Bruder. Cooler Fight. Coole Fights. GGs. Wir haben noch eine Chance. Komm, komm, komm. Oh, wir sind bei 8 Kills, WTF. Oha. Warum sagt denn keiner was? Ja, warum sagt keiner was? Achso, aber keiner da ist. Also. Loots? Kills? Also sollen wir auf Sieg versuchen mal? Bisschen vorsichtiger spielen jetzt? Mhm. Nein. Das ist auch so eine Sache. Revanche. Es macht halt so Bock, in die Fights reinzugehen. Einfach reingehen. Es macht unglaublich Bock. Hier auch interessant jetzt. Na guck mal, wie tief ich ziele. Ich ziehe dann zum einen ein bisschen hoch, aber entscheidend ist ja, dass ich auf die langsame Waffe zwar wechsle, aber im Pre-Fire rumgehe. Also ich schieße und laufe schießend um die Ecke. Hätte ich vor 15 Tagen auch noch nicht gemacht. Das sind so ganz kleine Sachen, so Details, aber es addiert sich dann, ne? Das würde ich sagen, lernt man auch wirklich nur in Warzone selbst. Aber komm noch mal zum Grundtraining. Hier landet einer. Schön Dropkill. Okay, kommen wir nochmal zu einem Grundtraining. Also das Movement, wie gesagt, speziell zu lernen, das habe ich jetzt im Zombie-Modus gemacht. Jetzt kann man sagen, okay, die Bots, ob das das beste Training ist, Bots als Ziel. Aber das Ding ist halt, das sind Massen an Bots. Das heißt, man muss immer in Bewegung bleiben. Und die Bosse, die sind halt wie so Schwämme. Die saugen die ganzen Kugeln in sich auf. Und wenn man jetzt keine gute Waffe mitnimmt, also keine Packer-gepunchte Waffe, also wirklich eine cleane Waffe, eine SMG oder eine AR, dann kann man wirklich stundenlang auf solche Zombie-Köpfe draufschießen, an denen vorbeisliden, rumspringen. Das ist wirklich gutes Training. Und nebenbei kann man noch seine Skins freischalten, Waffenlevel, also man macht auch noch effektiv etwas im Spiel und kann dabei effektiv Movement lernen. Also für mich war das wirklich hier. Ja, schieße alle, was sich bewegt. Für mich war das wirklich etwas, was ich in Zombies geliebt habe und immer noch liebe, da das Movement zu lernen. Ja, das ist, man muss sagen, vielleicht nicht die beste Methode. Mich würde es mal interessieren, wie ihr das macht. Oder habt ihr noch Ideen, wie man noch besser lernen kann? Also ich bräuchte jetzt tatsächlich ja, so mehr Wissen, auch mit dem Fallschirm zum Beispiel, das zu lernen und zu machen. Also wenn ihr da irgendwelche... Oh. Das war ein interessanter Kill, nur gehört. Ich kenne die Ecke nicht. Das war nur durchs Hören. Oh. Oh, Digga down. Warum kann ich mich nicht bewegen? Warum? Ja, da hat der Sprung gefehlt. Ja. Ich bin nicht mehr in Bewegung gekommen. Ah, wir sind raus. Okay. GG's. Oh, weit weg vom ersten weit. Platz. Weit. Ganz weit. Aber die 10 Kills haben wir schon mal, glaube ich, oder? Jedenfalls da hat die Bewegung gefehlt und das ist etwas, was ich. Das kommt halt durch die Zeit, denke ich. Dass ich da in der Hocke bin und nicht vorwärts komme. Tja, GG's. Long hard way to go. Long hard. Out of hell. Zweite Runde, ich hau noch eine zweite Runde raus. Und hier sehen wir übrigens einen normalen Ansprung. Also Anflug. Ich ziehe den Fallschirm und ich sehe immer so ein bisschen den Trouble, den ich immer habe. Also das passiert mir immer. Ich treffe das Fenster nicht. Ich knall an die Wand. Wäre jetzt ein Gegner hinter mir gewesen, der hätte mich im Nahkampf direkt verkloppt. Direkt. Direkt. 3 Schläge und du bist down. Da habe ich halt wirklich ganz, ganz große Probleme. Landen wir mit dem Fallschirm, öffnen wir, schließen wir. Und ich glaube, ich müsste 1 Million Runden spielen, um das besser zu lernen. Und deswegen, was ich vorhin sagen wollte, wenn ihr Material habt, also Videos, haut's ruhig raus. Macht Werbung für eure Content Creator. Das ist wirklich vollkommen okay jetzt. Mich würde einfach
es mega interessieren, ob ihr da Material habt, irgendwelche Guides, Movement-Tipps oder irgendwas. Haut's gern unten raus. Ich erlaube es jedem jetzt hier Werbung zu machen, dass wir einfach effektiver lernen können. Oh, ein krasser Kill. Ich hätte hier sterben müssen, dass er das nicht hinkriegt und wir den Kill holen. Das sind aber auch the moments in Warzone, muss ich sagen. Das macht halt so Bock, aus so einer unterlegenen Situation dann noch den Kill zu holen. Das ist einfach, also es ist, keine Ahnung, das sind the moments. Ich hätte genauso gut sterben können hier, war sehr lucky. Er hat veraimt wahrscheinlich und wir holen ihn dann. Das sind weg, also das, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann. Aber das ist schon ein Kick sozusagen. Und ich glaube, das ist auch das, was Warzone dann am Ende des Tages so ausmacht. Ja, jedenfalls Guides. Ihr könnt auch Videos oder Reddit-Texte, also alles an Material, was ihr habt, wo ihr denken würdet, boah, das würde helfen, um besser zu werden. Warte, Geräusche. Ja, mit der Shotgun einfach nur ungefähr in die Richtung schießen. Ich spiele Shotguns unglaublich, also nicht gerne, unglaublich ungerne, wollte ich eigentlich sagen. Weil, ja, es übt halt nicht. Ja, selber nochmal, GG's. Weil es übt halt nicht. Warte, jetzt kommt, glaube ich, diese Todesszene, ja. Ja. Also ich denke, das war eine Bombendrohne, aber sehe ich das irgendwo? Also ich denke, das war eine, weil ich sie gehört habe. Ich weiß es nicht 100%. GG's. Das war wirklich ein schöner Kill. Also für die Leute aus Counter-Strike und so wahrscheinlich nicht nachvollziehbar, aber für einen Casual-Spieler. Kopf getroffen. Ja. Schieß auf den Kopf. Hostile Mosquito is online. Ja, Meister. Also, für einen Casual-Spieler, sage ich jetzt mal, auf den Kopf zu schießen, es ist wirklich ein hartes Training. Etwas, was mir auch in Zombies übrigens unglaublich geholfen hat. Ganz ehrlich. Ja? Ich weiß auch gar nicht genau, was die Medic-Weste bringt. Es sagt was. Warzone. Müssen wir alles noch lernen. Mhm. Deswegen weiß ich nicht, welche Weste sinnvoller ist. Naja. Hauptsache, ich habe eine dabei. Das ist momentan das Motto. Mhm. Bisschen Smalltalk. Also, ich rede unglaublich wenig momentan. Ich denke mal, wenn wir ein bisschen lockerer sind, ein bisschen mehr Erfahrung haben. Oh. GG's. Dann. Oh, no. Wird das auch besser. Aber ja, anderes Thema. Jedenfalls, boah, ich weiß gar nicht, wo ich das Ding geblieben bin. Also, wenn ihr Material habt, haut's gerne raus. Ich glaube, nur so kann ich besser werden. Hier, auch eine sehr interessante Szene. Guck ich das mal gerade an, bitte. Oh mein Gott. Holy shit. Was da passiert? Ja, was da passiert? Wär ich da gewesen, ich hätte mich gefragt, warum bin ich da jetzt gestorben? Versteht ihr, wie ich meine? Oh mein Gott. Dass der mich eine Pistole holt, obwohl ich schon meine Loaded-Waffe habe. Ich hätte mich tot geärgert. Im Nachhinein denke ich mal, es liegt daran, dass er keine Platten hat, er ist ja frisch gelandet. Aber dass die Pistole ihn so schnell downt, ne? Wahnsinn. Man unterschätzt das, also aus dieser Szene. So Leute, ich lasse euch jetzt mal langsam alleine. Ich glaube, ich laber hier gerade einen Wolf. Oh, MGs. Ich werde auch, glaube ich, ein bisschen lockerer in Game. Also ich verabschiede mich und lasse euch mit dem Ende der zweiten Runde alleine. War ich null drauf oder ist Hitfire einfach so schlecht? Mist me, sagt er. Echt so. Zwei komplette Magazine. We are returning you to the front. Earn this. Warte, wie machen wir das jetzt? Schon sagen, dass wir versuchen, unser Lodi zurückzukriegen, oder? Wo war denn das? Holy shit, ich weiß noch nicht mal, wo ich gestorben bin. War das da hinten? Da war das. Ich meine, das. Ja, hier. Okay. Eine Waffe hat er mir gelassen. GG's. Der Geier. Okay. Können unser Laudi noch wiederkriegen? Haben wir SVA, okay. Haymaker, let's go.
Jetzt. Oh Mann, was ist denn das? Warum? Die Haymaker am Hipfer hätte ihn doch killen müssen, oder? Verstehe ich nicht. Also, keine Ahnung. Kapiere ich nicht. Das ist Hipfire einfach, oder? Ich muss mir die Wiederholung angucken. Vielleicht war ich auch wirklich null drauf. Wir haben natürlich auch jetzt Kohle. Wir können uns auch einfach ein neues Loadie kaufen. Aber ich will nicht, glaube ich, oder? Ich weiß nicht. Fire sale active. Fire station prices have been reduced. Only 25 remain. Ich hätte lieber eine. Hostiles deploy the mosquito. Enemies dropping into the AO. Okay, das ging gar nicht. Resurgence is about to end. Make it count. Ich bin einfach durch Fallschaden, glaube ich, gestorben, ne? Ich weiß es nicht. Oder durch seinen Schlag, aber ich glaube, ich war schon vor seinem Schlag down. Ich hätte diesen Sprung nicht machen dürfen. Mit meinem Loadie hätte ich es machen dürfen, glaube ich. Bin mir auch nicht sicher. Tja, was machen wir jetzt? Fire sale's over. Wir müssen wieder dahin. Hilft nichts. Oder? Ich meine, wir müssen wieder dahin. Da ist halt die Hölle los, ne? Let's go, komm. Okay, ich muss eine Deckung. Schnell. Enemy soldier incoming. Resurgence has been deactivated. This is the end game. Hostiles deploy the mosquito. You made it to the top five. Five squads still operational in the AO. You're losing ground. Move it.
squads left in the war zone. Stay alert. Oh, was passiert? Boy, only five remain. Ach, no. Ja? Failure ain't fatal. It's just an opportunity. Ah, okay. GG's. Hook up and stand by. GG's. Here comes the snap. Good hook. Oh, das wäre die Challenge gewesen. Der Sieg wäre die Challenge gewesen. Schade. GG's. Living to tell the tale. That's what I'm talking about.